Na, kennt ihr die Geheimverstecke von Super Mario Odyssey? Nein? Tja, ich zeige euch die Geheimverstecke von Super Mario Odyssey, denn die sind wirklich geheim. Aber richtig, geheim. So, da beginnen wir mit C-Land. Ein Land, wo man sehr gut einen Ballon verstecken kann. Und zwar richtig geheim. Das aber auch nicht vergessen, richtig geheim. Und die sind richtig top secret. Na gut, nicht top secret, aber die sind geheim. Das ist schon mal was, ja? Und, ja. Und noch eine kleine Erwähnungssache, und zwar jedes Land hat ein eigenes Geheimversteck, ja. Und ich zeige euch hier ein Geheimversteck bei Seeland und da beginnen wir. So, auf jeden Fall müssen wir erstmal da lang, Leute. So, wir müssen erstmal hier lang und dann hier und dann. Nein, warte, ich bin falsch gerannt. Oh nein, wir müssen in der andere Richtung. Okay, so. Genau, wir müssen nämlich in Shop rein. Wie, da darf ich nicht rein? Wieso nicht? Aber da ist doch. Okay, na gut, wir kommen schon anders. Wir müssen da rein, nämlich in den Shop rein. Und zwar. Moment, Leute. Oh nein, die Zeit läuft uns ab. Die Zeit läuft uns ab. Und dann, na gut, jetzt zeige ich euch ein anderes. Und zwar. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber. Das schneide ich am besten raus. Das ist ja ein bisschen peinlich jetzt gleich am Anfang. Naja. Ja, gut. So, meine Freunde, Kaskadenland. Ja, Kaskadenland ist sehr, sehr wunderbar. Denn da gibt es auch ein geheimes Versteck. Das ist richtig geheim. Also richtig geheim. Also fast top secret. Also wirklich fast top secret. Also passt gut auf, Leute. Wir gehen nämlich jetzt da lang und dahinter dieser Stange. Da verstecken wir unser Ballon. Genau hier. Genau. Denn hinter dieser Stange. Was? Das habe ich schon gehabt. Wann habe ich das? Letztes Jahr? Letztes Jahr? Oh, das Kaskadenland. Da kann man sehr gut ein Ballon verstecken. Und wo man ihn am besten verstecken kann. Ja, da sehen wir uns mal kurz um. Da gibt es hübsche Steine. Und so eine Rampe. Und da gibt es noch eine Stange. Genau, die Stange da. Da kann man es gut verstecken, wenn man es da einfach hinter die Stange ein Ballon hinsetzen. Und dann sieht das ja eigentlich gar keiner. Ja, das sieht eigentlich gar keiner. Weil jeder wird vorbeirennen und die werden sich denken, oh, der Ballon ist sehr gut versteckt. Wo verdammt ist er nochmal? Aber wir haben ihn hinter eine Stange versteckt. Jeder wird runterlaufen oder vorbeilaufen oder keine Ahnung wohin laufen. Also es wird auf jeden Fall ganz lustig sein. Das war aber geheim. Wieso habe ich das gezeigt? Das wurde aber wurde mir nicht gesagt. Ja gut. Ja, Leute. Na gut, dann. Das ist ein Geheimversteck. Wollte ich nur mal erwähnen. Ich weiß, den kennt ihr vielleicht schon, aber der ist wirklich geheim. Sieht man nicht. Und der ist geheim. Gut, jetzt nicht mehr so, aber. Dann gehe ich mal weiter. Ja. Na gut, Leute. Das eine Versteck habt ihr schon kennengelernt, das andere war ein Fehler, aber das jetzige. Mann, das wird genial. Denn das ist wirklich geheim. Geheimer als geheim. Und zwar top. Okay, den Spruch kennt ihr schon, aber. Er ist fast top secret, also fast top secret. Okay, so. Ja. Hier gibt's Pflanzen. Moment, den Text habe ich schon einmal gesagt. Ah, ich meine, auf jeden Fall, wir verstecken jetzt nicht mehr hinter einem Baum oder nicht vor einem Baum, sondern wir gehen jetzt ganz woanders hin. Und zwar, passt gut auf, Leute. Passt gut auf, wir gehen jetzt da lang. So. Und da muss man ganz hoch, Leute. Ganz hoch, ganz hoch. Aber richtig hoch. So, schnell, wir uns schnell. Wir müssen ganz schnell sein, Leute. Denn die Zeit bremst. Okay, so. Und jetzt, wenn wir ganz oben angelangt sind, dann passt gut auf, Leute. Jetzt kommt der Trigger-Trick. So, okay. Moment, jetzt muss ich mal nur ganz hoch. Oh Gott. Schnell hoch, Mario. Jetzt geh hoch. Jetzt stell dich mal nicht so an. Okay. Planwechsel, Planwechsel. Schnell zum Pool. Schnell zum Pool. Pool ist auch gut. Pool ist auch cool. So. Hier, genau. Fällt nicht auf, wieso? Merkt ihr das? Genau, richtig. Denn das ist ein Wasserballon. Es ist kein Ballon, sondern ein Wasserballon. Das ist ein Unterschied, weil ein Wasserballon, der ist im Wasser drin. Genau. Ja. Puh. Ich hoffe, das glaubt mir. Wenn nicht, dann. Ja, okay. Gut. Na gut, Leute, ich geb's zu. So geheim war das gar nicht. Aber das hier ist wirklich geheim. Das ist wirklich geheim. Also passt gut auf, Leute. Denn wir müssen jetzt ganz schnell sein. Passt auf. Hier, genau, hier. Denn das fällt nicht auf. Wieso? Richtig, denn man glaubt, das ist eine Person. Seht euch das an. Wie der Ballon da hockt und es sich gemütlich macht. Mehr keiner. Richtig geheim.
Wow, echt genial. Ich bin echt begeistert. Wow, der ist wunderschön, nicht wahr? Guckt euch an, wie er glänzt. Der glänzt. Also mein Ballon glänzt nicht, wenn ich einen Ballon aufblase und dann der... Keine Ahnung, irgendwas mache ich falsch. Na gut, auf jeden Fall. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, dann lasst ihr ein Like da und ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Mario, du kannst den Ballon leider nicht dort verstecken, aber wir können ihn hier verstecken, wenn du magst. Es ist ganz in der Nähe. Ja, lass machen.